Ganz herzlich willkommen bei Transfermarkt TV. Wir sprechen heute wieder über viele spannende Themen, so natürlich auch über Niklas Süle, dessen Zeit einem Bericht zufolge beim FC Bayern abgelaufen ist. Außerdem soll Anthony Martial verliehen werden an den FC Sevilla und Juventus Turin steht wohl vor einer Verpflichtung von Dusan Vlahovic, wenn man den italienischen Transferexperten Glauben schenkt. Dazu später mehr in der Sendung. Wir haben jetzt aber erst einmal natürlich wie gewohnt in der Transferphase die fixen Spielerwechsel für euch. Und bei Atalanta Bergamo, da bahnt sich ein Rekordtransfer an. Und zwar hat man auf jeden Fall, so viel ist fix, schon mal einen neuen Spieler verpflichtet von Sassuolo. Jeremy Boga kommt, der 25-jährige Linksaußen vom Ligakonkurrenten. Er unterschreibt wohl erst einmal einen Leihvertrag bis Saisonende, dann greift aber eine Kaufpflicht über 22 Millionen Euro. Das wäre, wie gesagt, ein neuer Transferrekord. Es gab vereinzelt auch Meldungen, wonach Atalanta die Summe per Sofort überweisen muss. Rückkehr nach über 2 Jahren für Dennis Vavro, der 25-jährige Innenverteidiger, kommt zurück zum FC Kopenhagen. In seiner Zeit bei Lazio Rom, da hat er Marktwert einbüßen müssen. Damals kostete er ja beim Transfer auch 10,5 Millionen Euro. Jetzt handelt es sich um ein Leihgeschäft, aber Kopenhagen hat im Sommer eine Kaufoption. In der Türkei hat Trabzonspor ein Sturmtalent verpflichtet. Der Tabellenführer holt Enis Destan, den 19-jährigen Mittelstürmer von Altınordu. Und der Zweitligist erhält 600.000 Euro Ablösesumme. Berichten zufolge wird diese in 12 Raten gezahlt. Ein halbes Jahr war Kevin Miralas vereinslos. Nun ist der 34-jährige Belgier und frühere Nationalspieler zurück auf der Fußballbühne. Und zwar unterschreibt er in Portugal bei Moreirense. Die sind stark abstiegsbedroht. Die meisten Spiele in der Karriere bestritt der Offensivmann für den FC Everton. Und noch ein Transfer in Portugal innerhalb der Primeira Liga. Steven Eustáquio geht von Paços de Ferreira zum FC Porto, zunächst leihweise. Die Drachen sollen aber über eine Kaufoption im Sommer verfügen. Der 25-jährige Mittelfeldmann ist nach wie vor der Rekordneuzugang in der Geschichte von Paços de Ferreira. Orlando City verpflichtet einen Offensivmann und damit den zweitwertvollsten in Uruguay aktiven Profi, Facundo Torres. Der ist 21 Jahre jung, kommt am liebsten über die linke Außenbahn und spielte bisher bei CA Peñarol. Marc-Oliver Kempf hatte ohnehin nur noch ein halbes Jahr Vertrag beim VfB Stuttgart. Nun gab es aber einen vorzeitigen Abschied. Der 26-jährige Innenverteidiger hat bei der Hertha unterschrieben. Bis 2026 bindet sich der Stuttgarter Ex-Kapitän an die alte Dame. Unsere Gerüchteküche hat es heute richtig in sich und das sieht man auch schon bei der ersten Meldung. Da geht es um niemand Geringeren als Youssoufa Moukoko, den sowohl jüngsten Spieler als auch jüngsten Torschützen in der Geschichte der Bundesliga. Und zwar hat sein Berater sich gegenüber der Bild geäußert, was eine mögliche Vertragsverlängerung beim BVB angeht. Und zwar sagte Patrick Williams, es ist kein Selbstgänger, dass Youssoufa beim BVB verlängert. Das Ganze hat wohl den Hintergrund, dass Moukoko insgesamt über zu wenig Spielzeit klagt. Na klar, das liegt einerseits auch an den aktuellen Verletzungen des 17-Jährigen. Trotzdem hätte man sich da wohl etwas mehr Einsatzzeit erhofft. Der Vertrag läuft ja noch bis 2023. Mal schauen, was da in Zukunft passiert und ob Moukoko noch länger beim BVB bleibt. Cody Gakpo ist mit einem Marktwert von 22 Millionen Euro der wertvollste Profi der PSV Eindhoven und obendrein mit 22 Torbeteiligungen der wichtigste Angreifer im Team von Trainer Roger Schmidt. Und dreimal dürft ihr raten, wie alt er ist. Genau, natürlich 22. Aufgrund seiner Leistungen hat der Offensivspieler laut übereinstimmenden Medienberichten
Agenten aus den Niederlanden das Interesse im Ausland geweckt. Liverpool und Manchester City sollen dran sein. Es gibt ja auch schon länger Gerüchte um den FC Bayern und Gakpo. Klar ist aber wohl, dass es im Sommer wohl zu einem Wechsel kommen wird. Das berichten niederländische Medien vermehrt. Ja, und die folgende Meldung hat es in sich für den FC Bayern München. Wir erinnern uns zurück, David Alaba wechselte im vergangenen Sommer zum Nulltarif zu Real Madrid. Das hat die Verantwortlichen durchaus schon stark getroffen. Ähnliche Szenarien wollte man jetzt unbedingt vermeiden, aber wie es ausschaut, ist der nächste namhafte Profi des deutschen Rekordmeisters kurz davor, Tschüss zu sagen, und zwar nach Vertragsende, das heißt ohne Ablösesumme. Es geht um Niklas Süle. Da haben wir auch schon seit Wochen und Monaten berichtet, dass ein Vertragspoker ansteht mit relativ offenem Ende. Sein Trainer Julian Nagelsmann, der soll ja großer Fan sein, und das Ganze schien eine Zeit lang in die Richtung Verlängerung zu gehen. Nun aber berichtet die Bild, Süle habe abgelehnt. Der 26-Jährige soll den Bossen schon vor Wochen mitgeteilt haben, dass es vorbei ist im Sommer, dass er die Bayern verlassen wird. Etwas verwirrend waren dabei wohl Aussagen des Bayern-Präsidenten Herbert Hainer. Der gab am Sonntag zu Protokoll, dass es noch offen sei, wie es aussieht mit der Zukunft von Niklas Süle. Darüber soll der Verteidiger sich wohl etwas verwundert gezeigt haben. Wie dem auch sei, wo es hingeht für Süle, das ist natürlich die eine offene Frage, aber wer die offene Planstelle denn dann ausfüllt, mindestens genauso interessant. Einen möglichen Nachfolger gibt es ja auch schon in der Gerüchteküche, haben wir auch schon viel drüber berichtet, und der wäre dann angenehmerweise für die Bayern auch ablösefrei, und er hat auch schon Bundesliga-Erfahrung. Er hier, Andreas Christensen vom FC Chelsea, sein Vertrag bei den Blues läuft aus und ein Dreivierteljahr gab es da keine Einigung auf eine Verlängerung. Der Däne also wäre auch zum Nulltarif zu haben, wurde mit mehreren Topclubs in Verbindung gebracht, aber die Bayern bisher die heißeste Spur für Christensen. Viele Verteidiger sind also ablösefrei und das hört nicht bei Christensen und Süle auf. Wir haben mal eine kleine Grafik hier vorbereitet und die bisherigen Gerüchte gezeigt. Bei Süle, da steht allen voran der FC Barcelona. Auch Chelsea, sollte Christensen wiederum gehen, hat Bedarf. Und Newcastle United, da werden ja auch viele, viele Profis mit in Verbindung gebracht. Dann haben wir noch César Azpilicueta, dessen Papier bei den Blues aufläuft. Barcelona dort wohl Favorit, was Antonio Rüdiger angeht. PSG und der FC Bayern als mögliche Abnehmer gehandelt. Bayern sicherlich nur, wenn Christensen nicht kommt. Und auch Matthijs de Ligt hatte ja durch Berater Mino Raiola angekündigt, dass es durchaus zu einer Luftveränderung im Jahr 2022 kommen könnte. Da sind wir sehr gespannt, wo es hingeht. Auf jeden Fall ein großes Hin- und Hergeschiebe der ablösefreien Verteidiger. Und wir fragen euch natürlich, wer könnte wohin wechseln? Welcher Innenverteidiger spielt nächste Saison? Wo? Schreibt es gerne in die Kommentare. Und aus der Verteidigung gehen wir vorne ins Sturmzentrum. Und da ist er hier, neben Erling Haaland, aktuell sicherlich eins der heißesten Eisen im Feuer. Dusan Vlahovic. Und die Anzeichen verdichten sich, dass der Serie A Top-Torjäger Florenz noch in diesem Winter verlassen könnte. Juventus Turin gilt seit längerem als großer Interessent, aber auch der FC Arsenal soll wohl dran sein. Laut übereinstimmenden Medienberichten aus Italien von zum Beispiel Gianluca Di Marzio oder Fabrizio Romano, den Transferexperten, hat Juventus derzeit wohl die besten Karten. Demnach hat die alte Dame schon offiziell Kontakt aufgenommen und bereitet ein Angebot vor. Es sind ja nur noch 6 Tage bis zum Deadline Day. Wir sind sehr gespannt, was da passiert. Wie unter anderem die Marca und auch Transferexperte Fabrizio Romano berichten, steht Atletico Madrid vor einem Transfer-Doppelpack. Reinildo Mandava soll von OSC Lille kommen. Er stammt aus Mosambik und ist der weltweit wertvollste Linksverteidiger mit auslaufendem Vertrag. Er wird zum Medizincheck erwartet. Und auch bei Valencias Daniel Vaz
ist es wohl nur noch eine Frage von Stunden. Der Däne soll auf Kieran Trippier folgen, der ja zu Newcastle United gewechselt ist und damit die Baustelle schließen auf der Rechtsverteidigerposition von Atletico Madrid. Also hinten links und rechts bahnen sich gleich zwei neue Spieler an bei Atletico. Der Stadtrivale aus Madrid, die Königlichen von Real, die haben seit 2018 schon 120 Millionen Euro in drei brasilianische Talente investiert. Und wenn es nach den Königlichen geht, soll der heute gerade mal 15 Jahre alte Endrick, den wir hier sehen, im Sommer 2024 in die Fußstapfen von Vinicius Junior, Rodrigo und Reinier treten. Letzter ja aktuell beim BVB auf Leihbasis. Ja, und laut übereinstimmenden Medienberichten aus Spanien buhlt neben Real Madrid auch der FC Barcelona um Endrick. Also die beiden Schwergewichte aus La Liga streiten sich um das brasilianische Talent, das aber mit 15 noch nicht wechseln darf. Da muss man erst den 18. Geburtstag abwarten. Laut Fabrizio Romano steht Anthony Martial von Manchester United unmittelbar vor einem Wechsel zum FC Sevilla. Manchester soll das Angebot der Andalusier bereits akzeptiert haben. Es gibt aber noch keine offizielle Bestätigung. Es handelt sich dabei wohl um eine Leihe bis zum Saisonende. Sevilla nimmt wohl 100% der Gehaltszahlungen in die Hand, hat aber keine Kaufoption, wie es heißt. Wäre auf jeden Fall ganz gut für den Spieler, der aufgrund der großen Konkurrenz in der Manchester United-Offensive kaum noch zum Zug kommt. Ja, unsere Gerüchteküche ist heute richtig voll und wir haben auch gleich zwei Gerüchte um Bayer Leverkusen im Petto. Einerseits geht es um einen möglichen Neuzugang und auch ein Abschied bahnt sich ganz eindeutig an. Wir kommen mal zum möglichen Neuzugang. Das ist laut RMC Dina Ebimbe und der würde ins Beuteschema passen, ist nämlich ein Eigengewächs von PSG, wurde dort ausgebildet und der könnte laut RMC Sport schon bald für Leverkusen auflaufen. Denn die Werkself soll an einer Leihe plus Kaufoption für den Mittelfeldmann interessiert sein. Der hat natürlich bei PSG eine unglaubliche Konkurrenz mit Paredes, Pereira, Gay, Verratti, Wijnaldum, Herrera und. Bei Bayer Leverkusen würden die Chancen auf Spielzeit klar steigen, aber PSG ist wohl nicht daran interessiert, ihn langfristig abzugeben. Da wird man mal abwarten müssen, ob die Parteien sich einigen können. Ja, und Lucas Alario, der Argentinier, dessen Tage in Leverkusen sind wohl gezählt. Spätestens im Sommer will er weg, trotz seines Vertrags bis 2024. Das hat auch sein Berater nochmal gesagt. Aktuell weniger Spielzeit denn je für die Werkself. Und dann kommt ja im Sommer auch noch Sardar Azmoun ablösefrei. Heißt, für Alario gibt es wohl nur noch einen Weg und der heißt weg von Leverkusen, offen, ob jetzt schon oder im Sommer. Und wir haben sogar noch ein Gerücht über Bayer Leverkusen im Petto, aber das betrifft Newcastle United und die sind ja aktuell wirklich an vielen, vielen Spielern interessiert. Mitchell Bakker ist erst seit 6 Monaten bei der Werkself, hat 7 Millionen Euro gekostet. Jetzt soll der neureiche Premier League Club aus Newcastle bereit sein, mal eben 10 Millionen mehr zu bezahlen. Doch Leverkusen soll bereits abgelehnt haben. Da sind wir mal gespannt, ob Newcastle vielleicht noch was raufpackt. Laut dem Portal WebAslan hat Galatasaray Stuttgarts Orel Mangala ins Visier genommen. Allerdings müssen wir hier ein bisschen aufpassen, denn dessen Vertrag bei den Schwaben läuft noch bis 2024. In der prekären sportlichen Lage möchte der VfB wohl ungerne Spieler abgeben. Und der Marktwert Mangalas liegt auch bei 20 Millionen Euro. Also schwer vorstellbar, dass es da zu einem Wintertransfer kommt. Wir nutzen die heutige Statistik des Tages, um mal einen schnellen Blick auf die Topscorer der Bundesliga zu werfen. Das heißt, die Spieler mit den meisten Torbeteiligungen aus Toren und Vorlagen. Wir zeigen euch die Top 5 und beginnen da mit Christopher Nkunku von RB Leipzig, der ja eine wirklich überragende Saison spielt. Der größte Spieler
Lichtblick bei den Roten Bullen. Bei ihm sind die 18 Scorerpunkte in 9 Tore und 9 Assists aufgeteilt. Patrick Schick durfte schon 18 Mal jubeln, dazu 3 Dinger aufgelegt. Vor ihm steht noch Erling Haaland mit 16 Toren und 6 Vorlagen. Und vorne die Doppelspitze der Bayern, Thomas Müller. 6 Tore und satte 18 Vorlagen, so viele hat kein anderer. Und sein Kollege hat die meisten Treffer selber erzielt, passenderweise. Robert Lewandowski, 24 Scorerpunkte, 23 Treffer, 1 Vorlage. Das heißt, er ist der beste Scorer der Liga, auch weil er weniger Spielminuten für seine Scorerpunkte gebraucht hat als Thomas Müller. Und hier nochmal die Top 5 der aktuellen besten Scorer in der laufenden Bundesliga-Saison. Zum Abschluss haben wir noch 2 wichtige Meldungen aus der Welt des Fußballs. Die betreffen zunächst 2 Trainer und später noch 2 verletzte Spieler. Wir beginnen mal mit den Coaches. Da haben wir eine gute und eine schlechte Nachricht. Nämlich beide aus der Premier League. Thomas Frank, der dänische Coach vom FC Brentford, hat als Belohnung für die positive Entwicklung der vergangenen Jahre einen neuen Vertrag bekommen. Der 48-Jährige ist jetzt bis 2025 an die Bees gebunden. Dafür gab es ein unschönes Ende für die Trainerlegende Claudio Ranieri. Der FC Watford hat sich nach dem 0:3 gegen Norwich vom Italiener getrennt. Er ist der 13. Cheftrainer seit 2012, der in Watford gescheitert ist. Es gibt ein ganz vorsichtiges Update in Sachen Verletzung Erling Haaland. Dessen Ausfalldauer ist zwar weiterhin offen, aber die medizinische Abteilung des BVB gab bekannt, dass muskuläre Probleme festgestellt wurden. Das ist also der Grund für seine Auswechslung gegen Hoffenheim. Da sind wir mal gespannt, was noch rauskommt und ob und wie lange Haaland schwarz-gelb fehlen wird. Und bittere Nachrichten auch für den FC St. Pauli. Kofi Etcheré ist ja vom Afrika-Cup zurück, hat sich dort aber offensichtlich verletzt und wird St. Pauli bis auf Weiteres im Aufstiegsrennen fehlen. Grund sei eine Muskelverletzung im rechten Oberschenkel. Genauer wurde darauf nicht eingegangen. Es ist unbekannt, wann Etcheré zurückkehren wird. Und das war's schon wieder von Transfermarkt TV. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich habe natürlich jetzt auch noch 2 Videoempfehlungen für euch. Ihr könnt einmal hier klicken für unsere Live-Sendung von gestern. Da wurde wieder viel diskutiert. Unten haben wir noch eine Playlist mit unseren Chroniken für euch. Und ihr könnt natürlich auch gerne noch eure Meinung, Fragen und Anregungen unter dieses Video kommentieren. Und ich sage bis zum nächsten Mal. Macht es gut und ciao.